Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Football Manager 2015 von Sports Interactive, heute hier an diesem Dienstag, den 31. März 2015, und damit herzlich willkommen hier zurück im Part Nummer 38 und damit herzlich willkommen. Wir starten heute rein ins Trainingslager nach Spanien, sind dort vom 3. bis zum 13. Januar und ich hoffe einfach mal, dass wir hier in diesem Trainingslager wirklich einige gute Sachen erleben werden. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch weiter. Sind hier, wie gesagt, noch am 1. Januar. Liegt daran, dass wir halt im letzten Part einfach früher aufgehört haben und dann jetzt einfach hier ganz gemütlich weitergehen können in dieser Vorbereitung. Und wir hoffen natürlich mal, dass hier alles soweit so funktioniert, wie wir es uns hoffen und wie wir es uns wünschen. Und wir wollen natürlich auch gucken, ob der ein oder andere Spieler uns noch verlässt. Es haben uns ja schon welche verlassen, also Tobias Levels hat sich RB Leipzig angeschlossen. Haben hier zwei Nachrichten. Bundesliga anmelde. Müssen wir jetzt hier versuchen, noch den guten Dings anzumelden. Wenn wir den überhaupt anmelden dürfen, nämlich den guten Martin Ødegaard. Das wäre natürlich optimal. Und Darmstadt Precherie erhält ein neues Vertragsangebot. Okay. Wissen wir da zumindest schon mal Bescheid. Und dann können wir hier, wie gesagt, vorarbeiten uns hier zum Spiel gegen RCD Espanyol de Barcelona. Zu diesem Testspiel hier. So. Bericht über Schimanski, Bänderriss 2 bis 3 Monate. Na Gottes Willen, gute Besserung. Und dann müssen wir sowieso noch gucken. Also wie gesagt, ich wollte ja diesen Brauers gehen lassen. Und das will ich aber immer noch. Hat es ja strikt abgelehnt, weil er sein Gehalt irgendwie noch haben wollte. So, aber wir versuchen es einfach mal. Marktwert 48.500. Dann werden wir den Betrag hier auch einfordern. Und dann hoffen, dass jetzt doch der ein oder andere Verein da zuschnappt. Damit wir einfach ein bisschen ruhiger hier reingehen können. Und doch noch den ein oder anderen zu uns hier nach Gladbach lotsen können. Wäre natürlich schon eine wirklich schöne Angelegenheit, wenn wir das könnten. Wenn wir uns da entsprechend verstärken könnten. Aber wie gesagt, das Ganze müssen wir hier abwarten. Sehen hier Beginn des Transferfensters, sind nach wie vor hier am 1. Januar. Und gehen hier langsamen Schrittes einfach voran, keine Angebote hier für ihn. Aber wir sehen hier einige Interessenten. So, glauben zuerst, ihre aktuellen Lohnkosten senken zu müssen, ehe sie in der Lage sind, ein Angebot zu unterbreiten. Wir werden es, wie gesagt, abwarten. Weil es wäre schon gut, wenn er irgendwie gehen würde. Bringt uns zwar wenig Geld, aber er bringt uns auf jeden Fall das Gehalt, was er verdient. Das bringt er uns auf jeden Fall zurück. So, wir arbeiten uns hier, wie gesagt, ganz gemächlich vor. Hier sind ja Tage wirklich wie Ewigkeit. Im anderen Projekt mit Rostock, da geht es so rucki-zucki. Aber ist ja auch klar, da habe ich ja nur eine Datenbank drin mit, glaub, 5 Ligen. Von daher dauert es in der Regel auch nicht so lange. So, Ødegaard wird vorgestellt, Nominierung von Halilovic. Unwahrscheinlich hier einige Angebote. Für Poppy unter anderem Rot-Weiß Oberhausen und Sportfreunde Lotte wird jedes Angebot abgelehnt, weil ich habe mich jetzt doch entschieden, ihn dann festgehen zu lassen. So, Samalek hat ein Angebot für Zidane abgegeben, den hätte ich ja auch so gerne gehabt. Aber er wollte ja nicht zu uns.
So, Schlüsselspieler, Vertragslänge bis 2016. Gehalt 1 Million. Handgeld kriegt er noch 375.000 Beratergebühr. Auch sowas um den Dreh rum. Und dann gucken wir mal. 4 Millionen. Können wir maximal nur 12 machen. Was nervt denn noch hier? Titel im DFB-Pokal. So, wir müssen es einfach versuchen. 3,9 geht zu langsam runter. So, 3,7. Mal gucken, wie lange wir das noch machen können. Nicht mehr lange. Schade. Sollen wir es nochmal versuchen? Nee, wird wohl nix. Und Ødegaard wird vorgestellt. Sie sitzen nun neben Ihrem Neuzugang Martin Ødegaard. Sind Sie zufrieden, Ihren Mann bekommen zu haben? Ich bin begeistert. Ich will Spieler holen, die unsere Mannschaft verstärken und dazu ist nun mal Geld nötig. So, ist dazu da, um die Mannschaft zu verstärken und davon werde ich auch vollen Gebrauch machen. Ist es eine Gefahr, dass Ødegaard nach einer so hohen Ablösesumme auch einer der teuersten Fehleinkäufe der Fußballgeschichte werden kann? Nein, ich glaube nicht, dass hier eine Gefahr besteht. So, ich denke, wenn zu viel Geld ausgegeben wird, ist es selbstverständlich, eine gewisse Gegenleistung zu erwarten. Ich erwarte von jedem Spieler dasselbe ohne Rücksicht auf die Ablöse. Das passt doch. Ødegaard ist mit seinen 16 noch sehr jung. Haben Sie diese Verpflichtung im Hinblick auf die Zukunft gemacht? Das ist definitiv der Fall. Wir haben ihn auf jeden Fall gut beobachtet. Mehrere Male beobachtet. So. Sie haben mit Howard Nordfeldt einen Spieler der Mannschaft der Norweger spricht, wenn Sie eventuell fragen, sich um Ødegaard zu kümmern. Das werden wir auf jeden Fall machen. In den ersten Wochen wird es da Probleme geben. Das ist Ihre erste Aktivität in diesem Transferfenster. Können wir weitere erwarten? Ich denke, der Verein sollte jederzeit nach Verstärkungen suchen. Ich äußere mich nicht über meine Transferpolitik und dann haben wir das doch soweit durchgekaut. Ist schon ein bisschen mühselig, wenn diese ganzen Pressekonferenzen kommen. Leihangebote für Poppy. VfL Wolfsburg hat ein Angebot für Rudi abgegeben. Mal schauen, ob da auch der Wechsel zustande kommt. Oder auch nicht. Den hier, unsere zweite, hat ja auch einige Testspiele vereinbart, wo sie sich hoffentlich gut einschießen können. So, kommen wir denn hier voran? Sind jetzt am dritten. So, 8 Nachrichten. Von YouTube begeistert über Neuzugang. U21 EM-Quali-Gruppenspiele, Gruppen ausgelost. Deutschland, Georgien, Griechenland, Moldawien, Norwegen und Slowenien. Wir starten ins Trainingslager bis zum 13. Leihangebot hier für Brandenburger. So. Für Poppy hat's Angebote Rot-Weiß Essen und die Würzburger Kickers. Essen lehnen wir ab. Und wie gesagt, hier auch, weil ich möchte ihn, wie gesagt, hier abgeben. Wir sehen hier, dass Korb deillusioniert von der Zusammenarbeit mit Fabian Johnson sei. Kamps berichtet, dass Korb nur schwerlich etwas habe lernen können, da der Unterschied der beiden Persönlichkeiten zu groß gewesen sei. Okay, ist natürlich schade. Aber das kann halt auch durchweg passieren. Augsburg hat Angebot für Rajkovic gemacht. Angebot für Bruns Zöllner. Ist ja einer vom Haus HSV, der ja gecoacht wird vom lieben TBM. Mal liebe Grüße an dich. Falls du hier reinschaust, ist auch ein wirklich guter Football Manager 2015 Let's Player mit dem HSV. Ist dort schon in der zweiten Saison tätig. Bei ihm allerdings mittlerweile mit Höhen und Tiefen.
weil er sich taktisch so sehr verpokert. So, Glanzvorstellung von Martial. Und wir sind jetzt schon mittlerweile am 4. Januar angelangt. Gehen dann gleich ins Testspiel über gegen RCD Espanyol de Barcelona. In 2 Tagen und hoffen einfach mal da auf ein schönes Spiel. Unsere Gladbacher Borussia ist ja das erste Spiel dann im Jahr 2015. Zwar nicht das erste Pflichtspiel, aber das erste Freundschaftsspiel. Und arbeiten uns, wie gesagt, da ganz gemütlich hin vor. So. Jan Regensburg zieht zurück. Wattenscheid will Mero ausleihen. Nur für 100% des Gehalts. Katiata auch für 100%. Jungtalent Holtmanns ist nun Profi und Schaka erhält neues Angebot. Das sollte man ja auch mal gucken. So, Saisonende. Für Tolon Chaka 81.000 Mark wert. Im Moment, die bieten wir doch einfach mal. So, dann gehen wir doch hier einfach mal genüsslich vorwärts. Sehen hier einige Freundschaftsspiele von Holland. Willem II gegen PSV. Oder Ajax U19. Dann die Scottish Premiership. Celtic gewinnt 1:0 gegen Kilmarnock. Unter anderem Ajaccio, französischer Pokal, scheidet hier aus gegen Valenciennes. Troyes ist hier weiter durch den Erfolg gegen Red Star Saint-Quentin und wir sind am 5. Haben jetzt nur noch einen Tag hier vor uns, dann geht's rein in das Freundschaftsspiel gegen RCD Espanyol de Barcelona. Gegen die zweite Mannschaft. Da die erste wahrscheinlich im Liga-Alltag ist in Spanien. So. No, das habe ich doch nicht gemacht hier. Wollte hier nämlich die ganzen Nachrichten überprüfen. Aber vielleicht schafft man es ja so dann relativ schnell dann zu unserem Spiel, dass wir da dann arg gemütlich reingehen können. So, noch weitere Ergebnisse. Adizero gegen Bredata. Auch ein Erfolg hier, 2:2. Und dann sind wir schon am Spieltag. So, 15 Nachrichten dafür. So, Bengtsson wird uns angeboten. Pierre Bengtsson, in der Realität ist er ja, glaube ich, zu Mainz gewechselt. Wäre für 0 Euro zu haben. Man kann es ja mal versuchen. Mal gucken, hier ein bisschen runter zu gehen auf 350.000. Handgeld 140. Berater gehen wir ein bisschen hoch. Damit wir ihn einfach so ein bisschen ködern können. Auflauf 3 ohne Gegentor 1,5. So, 550. Okay, sieht gut aus. Dann haben wir doch hier eigentlich einen relativ guten Neuzugang. Der ablösefrei zu haben ist Tolan Chaka 125.000. Naja, wenn Sie, nehmen wir die Forderung doch an. Treasury lehnt ab hier Angebote für Brandenburger, Hansa Rostock oder Unterhaching. Tendenz geht dann eher zu Rostock. Mal gucken. Stammspieler, Mittelfeldspieler zentral, defensives Mittelfeld hier Unterhaching, dann wird er zu Unterhaching gehen. So, Kadiata zu Koblenz. Wie gesagt, 100% Leihgebühr. Lippstadt will Poppe ausleihen. Angebot ablehnen. FIFA League Gruppe 3 ausgelost. Deutschland, Äthiopien, Gabun, Guatemala, Mauretanien, Philippinen, Puerto Rico, Ruanda, St. Lucia und Uganda in einer Gruppe. Auch eine ganz ordentliche Aufgabe.
Sehen wir uns zum Bericht über die verliehenen Spieler. Die machen es anscheinend bislang recht ordentlich, wie wir es so sagen können. So, Steffes ist zufrieden mit Korb. Dann sehen wir hier das ja zu ihm. Und dann können wir praktisch hier gleich reingehen in das Freundschaftsspiel. Und das, damit die Folgen nicht arg zu lange werden, wird dann nach dieser Partie hier Schluss sein. Dann haben wir eben halt am Mittwoch dann nochmal eine Trainingslagerfolge. Dann wird es am Donnerstag das Darmstadt-Spiel geben. Und je nachdem, wie es da dann läuft, gibt es dann eben am Freitag dann den Auftakt. Müssen wir doch jetzt ein bisschen umpolen. Xhaka wurde akzeptiert. Mal gucken, 2015, es würde nicht gehen. 2017, 500.000 Gehalt. 150 Handgeld, Berater. Gehen wir hier mal auf 100.000. Gehaltssteigerung, gehen wir hier auf 5%. So. Der möchte diese 10% da haben. So, ist soweit in Ordnung. Dann gucken wir doch mal, ob das funktioniert. Und jetzt wird hier uns Milanovic angeboten. 23 Jahre alt, 2,6 Millionen. Nee, nein, danke. Ist dann doch ein bisschen zu teuer. So, Rudi schließt Transfer zum VfL Wolfsburg ab. Haben jetzt hier noch zwei Nachrichten. Sie dann akzeptiert Zamaleks Angebot. Ah, schade. Damit ist er auch bei Zamalek. Ist einfach schade, dass er uns nicht zu uns wollte. Aber wie gesagt, da können wir eben nichts machen. So, mal gucken, wie wir das Ganze jetzt hier aufstellen. Sehen hier, wir haben zwei freie Plätze. Ødegaard soll hier gleich schon anfangen im Mittelfeldzentrum. Gnabry auf OM. Da bin ich eher gesagt anderer Meinung. Sollte hier nämlich Raphael spielen und für Ødegaard sollte Granit Xhaka spielen. Ødegaard können wir ja dann im offensiven Mittelfeld einsetzen in der zweiten Hälfte. Und ich würde mal sagen, das passt soweit. Johnson könnte man dann auch bald wieder einsetzen. Wenn wir kurz gucken. Rechts ist er bevorzugt dran. Dann darf er für Korb ran. So, wir sind bereit zum Testspiel hier. Und hoffen einfach mal auf ein spannendes Spiel hier gegen RCD Espanyol de Barcelona. Wie gesagt, gegen die zweite Mannschaft. Und der Markt sagt mir hier, dass wir auf jeden Fall gewinnen können. Das sollte auch unser Anspruch sein. Alles andere wäre ein bisschen peinlich. So, decken hier natürlich diese Leute hier im Sturm, weil das natürlich immer eine ganz gefährliche Geschichte. Zwar kennen wir die Mannschaft hier nicht wirklich. Correa auf den schwachen Fuß. Genauso wie den Angel. Salles. Mal gucken, wo ist er? So, da müssen wir hier die ganze Palette hier nehmen. Entschuldigt bitte die Hüsterchen, ich bin noch ein klein wenig angeschlagen. Wieder. Scheint wohl langsam wieder zu kommen. Sollte natürlich keine Ausrede sein. Aber wie gesagt, Erkältungen können vorkommen. So, dann gehen wir mal weiter zur Teamansprache. Und dann gehen wir auch gleich rein. Will es hier, wie gesagt, umstellen noch. Linke Seite, rechte Seite, nee. Das ist die falsche Umstellung. Das muss ich halt drin jetzt dann gleich machen. So. Leidenschaftlich, dass ihr wesentlich mehr könnt. Die haben doch noch gar nichts gemacht. So, und dann gehen wir rein in die Partie.
Wie gesagt, stellen das Ganze hier auf 2D um. Erweitert. Wo kann ich denn das Ganze umstellen? Noch hier 2D. Gehen hier natürlich ein bisschen schneller voran, sonst sind wir bis morgen hier noch dran. Und dann geht's hier los. Haben hier auch fast schon die erste Chance des Spiels gesehen. Thomas doch zurückstellen. Mal gucken. Jimmy Traoré, Kabalé. Raphael, der jetzt schon die gelbe Karte hier hat. Auf Traoré, Traoré. Immer noch Traoré. Nach innen auf Kruse. Neben den Kasten. Mal gucken, wann hier das erste Tor fällt. Sehen hier die gelbe Karte für Ivan Zalesch. So, Johnson mit dem Einwurf auf Hermann. Kramer auf Traoré. Abgeblockt und es gibt die Ecke, die Traoré schießen wird. Johnson auf Raphael. Raphael auf Xhaka. Abgeblockt und es folgt ein Eckball. So. Kramer abgeblockt, Dominguez mit dem 1:0 hier. Der Spanier in der 14. Minute. Und dann sehen wir es doch gleich in der Wiederholung. Traoré mit der Ecke. Kramer mit dem Schuss und Dominguez dann ins Glück. 1:0 hier, Borussia Mönchengladbach. Johnson mit dem Einwurf auf Kramer. Kramer auf Raphael. Raphael wieder auf Kramer. Kramer auf Traoré. Xhaka abgeblockt, Kramer. Wieder Xhaka auf Hermann. Außenpfosten. Oder macht man doch ein bisschen schneller. Kruse auf Kramer. Kramer auf Wendt. Wendt wieder auf Raphael. Traoré nach innen. Aber Pietro ist da. Also da keine Gefahr. Janschke. Auf Hermann. Setzt zum Dribbling an. Flanke nach innen. Kruse Pfosten. Wendt. Auf Traoré. Er nach innen. Aber Pietro ist zur Stelle. Nächste Möglichkeit. Hermann. Auf Kruse nach vorne. Kruse. Zurück auf Hermann, er nach außen wieder Kruse, Johnson, Kruse, nach innen, Hermann. Im zweiten Versuch neben das Tor. So, Pietro mit dem Ball nach vorne, Dominguez kann klären. Traoré. Nach innen auf Kruse, aber Pietro zur Stelle. Raphael ist angeschlagen. Hoffen wir mal nicht so schlimm, Johnson. Xhaka, puh, deutlich neben das Tor. Janschke hat einen Schlag abgekriegt, da wechseln wir sowieso gleich in der Pause. Janschke auf Wendt, auf Traoré. Ist da durch Traoré. Nach innen Kruse, 2:0. 37. Und wir führen hier mit 2:0. Sehen es nochmal in der Wiederholung. Schöne Flanke da von Traoré, Kopfball Kruse und dann steht 2:0. So, Pietro hat den Ball. Spielt auf Johnson. Er auf Janschke. Hat es Verletzungszeichen, also muss ich ihn wechseln in der Pause. Hermann auf Xhaka. Auf Traoré, Traoré zurück auf Xhaka. Nach außen auf Johnson. Nach innen, Kramer, Traoré, 3:0. 38. Spielminute. So, sehen Sie da noch meine Wiederholung. Johnson mit der Flanke. Kramer auf Traoré. Und dann ist der Ball drin. So, 4:0. Alvaro Dominguez, 44. Ecke Traoré. Kopfball Dominguez. Und dann ist er drin. Oh, okay. Auch schönes Tor von ihm. Zweites heute in der Partie.
Und dann gehen wir rein hier in die Pause. 4-0 ist doch ein wirklich schönes Ergebnis. So, Abwehrarbeit war gut. Könnt noch ein bisschen mehr. Ihr auch. Dann gehe ich jetzt hier in die Taktik rein. Wechseln auf jeden Fall. Martin Ødegaard kommt rein. Stranzl wird reinkommen für Janschke. Havard, Nordveit für Xhaka. Hirigota. Lass mal noch. Brauers kommt rein für Dominguez, für den Zweifach-Torschützen. Korb kommt rein für Johnson. Dams für Wendt. Und Gnabry gucken wir noch gleich. Und dann gehen wir rein in die zweite Hälfte. So, mal schauen, was hier so passiert. Angel und Kusa hat den Ball. Traoré, Brauers über den Kasten. So, Traoré hat den Ball. Nach innen, Kruse, 5-0. Max Kruse, 52. Sehen Sie nochmal Traoré mit der Flanke auf Kruse. Braucht sich die Ecke aussuchen, dann steht's 5-0. Nordveit auf Kramer, auf Kruse. Brauers hat den Ball, zurück auf Sommer. Korb auf Kramer, Ødegaard. Korb. Ødegaard auf Traoré und es gibt die Ecke. Aber deutlich neben das Tor. So, RCD Barcelona wechselt hier und dann wechsle ich auch. Wechseln hier auf jeden Fall Dominik Strohengel rein. Für Kruse. Och Mann, warum funktioniert das nicht? So, jetzt aber Gnabry für Hermann. Kann er gut, von daher können wir das so machen. So, Havard Nordveit mit dem Foul. Und bekommt die gelbe Karte. So, haben jetzt noch 20 Minuten zu spielen. 5 zu 0 die Führung hier gegen die zweite von RCD Espanyol de Barcelona. Die jetzt eine Chance hatten hier durch den Freistoß von Pior Long. So, Dams auf Traoré, der nach innen auf Kramer. Und dann wechseln wir hier noch den letzten Mann ein. Branimir Gotha für Nordveit. Das war relativ untauglich da, deswegen stellen wir ihn jetzt hier nach vorne. Und dann kommt noch Poppy rein. So, machen wir hier ein komisches 4-3-3 draus. So, jetzt die Wechsel. Noch 5 Minuten hier zu spielen. So, hatten hier eine gute Chance. Und das Spiel ist vorbei, Mestatio Ciudad Esportivo da Alaves oder irgendwie sowas. Und dann gehen wir jetzt hier zur Spieltaganalyse und dann würde ich sagen, können wir eigentlich bald die Folge hier beenden. So. Haben da noch eine Nachricht. Gladbach hat die Erwartungen mit klarem Sieg erfüllt. Das sollte natürlich so sein. Mal gucken, ob wir hier doch noch ein bisschen vorankommen. Ansonsten, wie gesagt, beenden wir hier die Folge für heute und dann hören wir uns morgen im Video wieder. So, ich glaube, wir machen das jetzt hier noch ein kleines Stückchen voran. So, wir sehen hier Lourdes Scorpo bezieht Wechsel zu Frosinone Calcio. So, Augsburg verliert einen Schlüsselspieler entweder durch Verletzung oder durch Abschied. Groß Asbach möchte hier den Brandenburger auch noch holen. Sag mal doch mal 50% des Gehaltes. So, Koblenz zieht Angebot zurück. Nürnberg bestätigt Golobart-Wechsel.
Der von Köln wahrscheinlich. So, sehen hier einige Ergebnisse. So, Bundesliga-Spieltag-Analyse. Armin Jones hat sich anscheinend verletzt. Meadoktoren-Verletzung, 3 bis 4 Monate. Das ist natürlich bitter. Paysandu SC bestätigt Kadu-Wechsel. So, verfügbare hier für das Spiel würde ich jetzt mal keine hinschicken und dann würde ich sagen, beenden wir die.